Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Tanja Renner vom Netzwerk Autoimmunerkrankter, kurz gesagt NIK. Und ich führe Sie heute durch die digitale Patientenveranstaltung zu dem Thema Spondyloarthritis, das etwas andere Rheuma. Ich heiße Sie alle am anderen Ende der Leitung herzlich willkommen und unsere Experten, Herr Dr. Aries und Herr Dr. Ekin-Konert, Rheumatologen aus Hamburg. Ich freue mich, dass Sie uns in der nächsten Stunde mit Rat und Tat zur Seite stehen. Jetzt noch ganz kurz zur Orga. Sollten Sie während der Veranstaltung Fragen haben, können Sie uns die gerne in den Chat stellen und zum Ende der Veranstaltung werden wir versuchen, all Ihre Fragen zu beantworten. Die Veranstaltung dauert eine Stunde und jetzt geht es aber wirklich los. Denn die beiden Herren stellen sich jetzt noch einmal kurz vor. Herr Dr. Aries, wenn Sie bitte anfangen. Ich stelle Herrn Ekin-Konert vor, finde ich, nicht mich selber. Das finde ich. Ekin-Konert ist der Leiter der Rheumatologie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und hat vorher Bad Bramstedt die Rheumaklinik geleitet, ist Experte für entzündliche Erkrankungen, Rheumaerkrankungen, Systemerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates. Und ich arbeite mit ihm ganz besonders gerne zusammen, weil wir uns, glaube ich, ganz gut ergänzen und freue mich heute auf die Veranstaltung mit ihm zusammen. Was du alles über mich weißt, was ich alles schon geleitet habe, das ist ja exzellent. Vielen Dank. Herr Aries sagte es ja bereits, wir arbeiten sehr viel zusammen. Herr Aries ist in der Praxis einer der größten und auch renommiertesten Praxen Hamburgs mit einem sehr, sehr spannenden und auch wirklich netten Team. Die Kollegen, die ich auch alle kenne, er selber war auch mal in Bad Bramstedt, hat sich da auch mit Systemerkrankungen auseinandergesetzt, spezialisiert, ist da auch immer noch Spezialist. Und die Kooperation zwischen niedergelassenen Ärzten der Praxis und dem Krankenhaus ist für uns ganz relevant. Und Peer, du pflegst das wunderbar, du leitest wunderbar die niedergelassene Truppe und es ist sehr fruchtbare Arbeit. Vielen Dank an der Stelle auch mal. Ja, herzlichen Dank. Eine schöne Vorstellung. Das etwas andere Rheuma, darüber reden wir heute ja. Herr Dr. Aries, wie unterscheidet sich denn die Spondyloarthritis von anderen Rheumaformen? Naja, wenn wir in der Gruppe der Gelenkrheumaformen bleiben, dann ist einmal das gewöhnliche Rheuma eigentlich das Rheuma, was so im 50. Lebensjahr anfängt und die kleinen Gelenke betrifft und häufig rechts und links gleichzeitig ist. Das nennt man die Rheumatoide Arthritis. Das ist so landläufig das, was viele als Rheuma erkennen. Und das etwas andere Rheuma, glaube ich, soll bezeichnen, dass es sich hier bei der Spondyloarthritis um eine Erkrankung handelt, die eben nicht immer nur die Gelenke in der Peripherie, also Ellbogen, Hände, Füße betrifft, sondern es betrifft vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen den Rücken. Oben die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule ganz häufig und manchmal eben auch das Steißbein oder die Steißbeingelenke. Und außerdem ist es unterschiedlich, es haben häufig jüngere Menschen, häufig tritt diese Erkrankung vor dem 40. Lebensjahr auf. Und ich glaube, das bringt den Namen dieses bisschen andere Rheuma. Ja, ja, man kennt es ja halt häufig, dass man so den schiefen Rücken oder den krummen Rücken auch kennt. Aber wie unterscheidet sich das denn überhaupt zu anderen Rückenerkrankungen? Wo kann ich das abgrenzen oder wie? Christoph. Herr Ekin-Konert, genau. Ah, Herr Ekin-Konert, genau. Ja. Also, Herr Aries hat es ja schon gesagt. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen. Wir haben wirklich häufig Patienten oder Patientinnen, die sitzen bei uns in der Ambulanz und dann fragt man, was kann ich für sie tun? Und dann erzählen die ihre Geschichte und dann ist für uns als Experten relativ ganz schnell klar, dass es sich hier um eine entzündliche Erkrankung handelt, aus dem entzündlichen Formenkreis. Und das wird oft verkannt in der Praxis, auch bei Hausärzten, leider auch oft bei Orthopäden, wo man ja primär mit dem Rückenschmerz hingeht, weil die dann gesagt bekommen, die Patienten, ja, für Rheuma sind sie ja viel zu jung. Also ich glaube, das ist wirklich das Besondere an der Krankheit, dass sie in jungen Jahren auftritt, schubweise verläuft und am Anfang als einfacher Rückenschmerz abgestempelt wird und deswegen übersehen wird. Und wo ist jetzt der Unterschied, die Frage, ganz wichtig, wo ist denn der Unterschied zwischen dem Volksleiden, Rückenschmerzen, die wir ja vielleicht, wie wir hier alle sitzen, alle in den letzten 4 Wochen mal kurzfristig hatten, den Rückenschmerz, zu diesem Rückenschmerz, den diese Krankheitsgruppe ausmacht. Und das ist ganz wichtig, der Rückenschmerz verläuft, wie gesagt, schubweise. Oft haben die Patienten es schon seit Jahren, seit der Jugend, oft schon manchmal sogar seit der Kindheit. Der Rückenschmerz tritt typischerweise in den Morgenstunden auf, also in Ruhe. Und typischerweise ist Bewegung für die Patienten besser.
Ja, also die typische Geschichte ist, sie stehen morgens auf und haben so eine Steifheit im unteren Rücken, auch oft in den Pobacken, weil da sitzt das sogenannte Iliosakralgelenk, dann hat man Schmerzen im Pobacken und dann bewegt sich frei und es wird besser. Das ist also ganz wichtig, das Maximum liegt in den Morgenstunden bei Ruhe und Bewegung bessert es. Zusätzlich sprechen die Patienten sehr häufig auf Schmerzmittel sehr gut an, was so der chronische Rückenschmerz, der sich dann so chronifiziert hat, oft nicht mehr tut. Und dann kommt, und das ist nämlich ganz wichtig, hat der Aris auch gesagt häufig, die Begleitsymptome dazu. Nicht nur der Rückenschmerz, sondern dann verlässt die Krankheit den Rücken und geht auf die Sehnenansätze, vielleicht auf die Gelenke, vielleicht aufs Auge. Und danach muss man eben gezielt fragen. Also entzündlicher Rückenschmerz, nochmal ganz kurz, morgendlich betont, Besserung durch Bewegung, Verschlechterung durch Ruhe. Patienten machen gerne ihre Krankengymnastik, weil sie eben wissen, dass die Bewegung mir hilft. Das ist der große Unterschied zu dem Rückenschmerz, der eher am Abend schmerzt. Der nicht so entzündliche Rückenschmerz. Christoph, magst du vielleicht noch mal was sagen, wenn Patienten zu uns beiden kommen und der Hausarzt oder der Orthopäde gesagt hat, das ist Rheuma im Rücken, dann sagen die ja selten, das ist Rheuma im Rücken, sondern die sagen eigentlich immer, das ist Morbus Bechterew, weil für viele irgendwie Morbus Bechterew bedeutet Rheuma im Rücken. Da hat sich ja auch in letzter Zeit ziemlich viel getan. Diesen Begriff benutzen wir zum einen gar nicht mehr so. Und außerdem ist das ja nicht ein Begriff für alle Rückenentzündungen. Kannst du mir noch mal was dazu sagen? Genau, also dieser Begriff Bechter ist ja ganz interessant. Der ist ja vor über 150 Jahren von einem Kollegen, damals ein Russe war das, in St. Petersburg geprägt worden, der Krankheitsbegriff. Und wir verstehen ja unter dem Bechterew eigentlich diese versteifende Form, die man dann auch dann erkennt mit diesem krummen Rücken und diese langjährigen Formen. Und es gibt viele Unterformen. Es gibt immer noch diese Form, die nennen wir dann ankylosierende Form, aber es gibt so Zwischenformen. Es gibt Formen, die man dann nicht wirklich im Röntgen sieht, sondern nur im MRT. Das mögen auch Frühformen derselben Krankheit sein, da streiten sich so ein bisschen die Experten, aber die sieht man dann gar nicht im Röntgen, deswegen ist auch wichtig, dass man die richtige Diagnostik am Anfang macht. Es gibt dann die Verlaufsformen, die eben schon betont eher die peripheren Gelenke betreffen, also eher die großen Gelenke wie das Knie und das Sprunggelenk. Dann gibt es die Verlaufsformen, die eher geprägt sind über Beteiligung der Haut, also die dann aus der Schuppenflechten-Ecke kommen, die aber auch den entzündlichen Rückenschmerz ausmachen können. Also es ist nicht eine einzige Krankheit, wie man früher nur den Bechterew tituliert, sondern es ist eine ganze Krankheit. Gruppe, die alle, ganz wichtig nochmal, als zentrales Element den entzündlichen Rückenschmerz haben, plus Begleitsymptome an anderer Stelle und geprägt sind durch den Nachweis von Entzündung im Rücken und das ist auch wieder wichtig, eben in der Frühphase nur im MRT sichtbar und nicht im konventionellen, im normalen Röntgenbild. Das ist so die ganze große Gruppe von diesen Erkrankungen. Und? Also Herr Kinkunert, kann ich das über einen Bluttest eigentlich gar nicht feststellen? Oder, Nein, es ist so, das ist ja auch so ein Trugschluss, das haben wir auch häufig, dann haben wir Patienten kommen und dann sagen sie, ja, ich habe doch aber gar kein Rheuma im Blut, also kann ich gar kein Rheuma haben. Rheumasuchtest im Blut, damit werden für gewöhnlich, wird ja da die Entzündungsreaktion im Blut mit gemeint, das ist ja so der Suchtest, also das CRP oder die Blutsenkung. Und da muss man wissen, dass genau diese Patienten, von denen wir hier sprechen, sagen wir mal in geschätzt, ich würde mal denken, so knapp der Hälfte, vielleicht sogar auch mehr, normale Blutwerte haben. Also sie können eine Entzündung im großen Kreuzdarmbeingelenk haben und haben trotzdem normale Blutwerte, was die Entzündung angeht. Und dann gibt es neben dem Entzündungswert einen ganz wichtigen Parameter im Blut, den man nimmt. Das ist der Genmarker. Wir werden gleich noch von Familienrisiko reden und werden auch von der familiären Risiko sprechen, wenn man diese Krankheit hat. Und dieser Genmarker, das ist der sogenannte HLA-B27, das trägt ungefähr jeder 10. Mensch in Norddeutschland, vielleicht auch jeder 12., also 8%. Aber umgekehrt tragen es gut 90% der Menschen mit der etablierten Erkrankung, von der wir gerade sprechen, von der ankylosierenden Spondylitis. Jetzt gilt aber, weil Sie die Zahlen haben Sie ja schon gehört, 12% der Gesunden haben das und nur 90% der Erkrankten. Das heißt, der Wert ist weder ausschließend, wenn ich ihn nicht habe, noch ist er beweisend, wenn ich ihn habe. Der Wert ist immer im Gesamtkontext zu sehen mit der Familiengeschichte, der Klinik des Menschen, was der Mensch hat für Beschwerden und dem bildgebenden Verfahren. Also sprich am besten im frühen Krankheitsverlauf eben ein MRT. Da ist das Röntgenbild nicht geeignet. Das Röntgenbild zeigt nach Jahren Veränderungen, aber eben in der Frühphase nicht. Okay. Herr Ari, jetzt verraten Sie uns doch mal, was kann ich denn gegen die Schmerzen tun? Also die Frage zu der Therapie ist tatsächlich auf der einen Seite sehr übersichtlich, auf der anderen Seite auch relativ schwer. Zum einen gibt es natürlich
entzündungshemmende Medikamente. Davon gibt es einen ganzen Schrank voll. Und da gibt es aber so unterschiedliche Stufen. Und so die erste Stufe entzündungshemmende Medikamente ist sowas wie Voltaren, Diclofenac, Ibuprofen. Das sind so normale entzündungshemmende und schmerzlindernde Medikamente. Und das ist ganz wichtig. Das ist jetzt nicht nur so ein profanes Medikament, was man nur bei Zahnschmerzen nimmt, sondern das ist eine richtig etablierte Therapie für diesen Rückenschmerz. Und alle Patienten, die diese Diagnose bekommen, die sollen mindestens mal 6 Wochen diese Therapie ausprobieren und gucken, wie sie damit zurechtkommen. Also ob die Schmerzen besser werden, ob die Entzündung besser wird. Und dann setzt man sich nachher wieder hin und sagt, ist das besser geworden? Sind wir damit zufrieden? Können Sie das zum Beispiel strecken, das Intervall der Medikamente? Und dann entscheidet man, ob man dabei bleiben kann, wenn nur 1-2 Mal in der Woche das Medikament genommen wird, oder ob es sinnvoll ist, die Therapie zu verändern und auf biologische Medikamente gibt, also auf Eiweiße, die gespritzt werden, die sehr stark entzündungshemmend sind. Und von den biologischen Medikamenten gibt es eine ganze Reihe, da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal dazu. Wichtig ist aber, dass die Patienten auch selber etwas dazu beitragen können. Und das ist nämlich Bewegung. Bewegung ist für alle Phasen der Therapie, am Anfang, in der Mitte und auch für die Spätphase, immer das Entscheidende. Durch die Entzündung wird man nicht das Rheuma heilen können, aber man wird verhindern können, dass das Rheuma im Rücken dazu führt, dass es Versteifungen gibt oder dass das Muskeln sich verspannen, dass Sehnen sich verkürzen. Deshalb Bewegung als Verhinderung von Versteifungen und Entzündungshemmung als Ziel für die Medikamente. Wird denn dann auch Physiotherapie verordnet oder ist es wirklich nur die private Bewegung, dass ich dann halt Sport betreibe und da selber aktiv bin? Oder kann ich da auch eine Physiotherapie erstmal in Anspruch nehmen, um halt überhaupt in diese richtigen Abläufe reinzukommen? Herr Arias. Also das kann verordnet werden und das macht natürlich auch Sinn, gerade am Anfang, dass der Patient überhaupt erstmal lernt, was für Bewegungen das denn eigentlich sind. Allerdings macht das jetzt keinen Sinn, ein Leben lang eine Verordnung für Krankengymnastik zu bekommen, sondern eigentlich erwartet die Krankenkasse und auch die Ärzte, dass der Patient das System verstehen lernt, worum es geht, die Übungen selber zu Hause macht. Und ehrlich gesagt, die bringen wirklich nur was, wenn man die regelmäßig macht, und zwar regelmäßig auch zu Hause und nicht, wenn man alle 2 Wochen mal eine Stunde sich das Bein hinters Ohr klemmen lässt von der Physiotherapeutin. Das bringt nichts. Das bringt zumindest nichts Dauerhaftes. Das ist für den Moment ganz gut. Aber dauerhaft bringt es nur was, wenn die Patienten jeden Morgen sich die Matte unter dem Bett hervorziehen, ein paar Übungen, Viertelstunde machen, mehr ist es nicht. Und das wirklich in einem regelmäßigen Tonus. Regelmäßig ist auch einmal im Jahr, aber das reicht nicht. Man muss es wirklich mehrmals in der Woche machen. Ja, das ist ja der Fall mit Sport und Bewegung. Und wenn man aber erstmal anfängt und seinen Rhythmus gefunden hat und man auch merkt, dass es einem gut tut, ist es ja wirklich wichtig, das dann halt in seinem Lebensablauf mit reinzubauen. Ne? Aber das ist ja das Interessante, während ja viele Patienten tatsächlich, es gibt ja eine ganze Reihe von sehr passiven Patienten, die einen hohen Anspruch haben, der Arzt soll mir helfen und das Rezept soll mir helfen, aber das ist ja gerade bei den jungen Leuten mit den Spondarthritiden eben nicht, sondern die wissen ja, dass ihnen die Bewegung hilft. Ich hatte es ja eingangs gesagt, die erfahren ja die Besserung durch die Bewegung. Und meine Erfahrung ist immer, die reißen mir die Krankengymnastikrezepte förmlich aus der Hand, während manche Patienten eher so sagen, oh Mensch, muss ich denn jetzt schon wieder und wirklich und das ist so mühsam und so. Da ist der Patient mit dem entzündlichen Rückenschmerz, hat eine ganz andere Einstellung zur Bewegung, weil es ja ebenso gut hilft. Ja, wie Sie sagen, gerade wenn man halt merkt, dass es einem gut tut, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei. Die Eigenmotivation ist da extrem hoch zum Glück. Absolut. Ganz interessant. Nicht bei allen, aber der überwiegenden Zahl. Ganz interessant. Ich hatte letzte Woche einen Termin, da ging es um eine App, wo man den besten Physiotherapeuten finden kann, der sich mit dem Rheuma auskennt. Und ehrlich gesagt, ja, ganz tolle Idee. Der Patient lädt die App runter und sagt, wo ist denn der Physiotherapeut in meiner Nähe, der sich ganz toll damit auskennt. Das Problem ist, und ich glaube, Christoph, das hast du auch, wir haben eigentlich gar keine wirklichen Physiotherapeuten, die wir jetzt empfehlen können, weil die so super sind. Es gibt ganz tolle Physiotherapeuten, aber es gibt eigentlich keine Fortbildung im Sinne von, ich bin Rheuma-Physiotherapeut, ich habe ganz viel Erfahrung. Deshalb ist es auch für uns Ärzte schwer, wenn die Patienten uns fragen, ja, wo soll ich denn hingehen, jetzt eine spezielle Praxis zu empfehlen, weil wir kennen vielleicht einen Patienten, der war zufrieden in Bergedorf, aber
der Patient wohnt in Norderstedt. Deshalb, da muss man auch ein bisschen ausprobieren, ob dieser Physiotherapeut für die Physiotherapeut für mich gut ist. Hast du sonst so eine Liste? Ist die Idee entstanden, Nick zu gründen, weil es mir damals ja genauso ging, dass ich in der Schwangerschaft nicht wusste, zu welchem Physiotherapeuten ich gehen sollte und der mir eigentlich nur helfen sollte, meine Gelenke, weil ich hatte ja wirklich schlimme Schübe in der Schwangerschaft, die Gelenke zu entlasten und ja, hätte ich wahrscheinlich 3 Kinder auf die Welt bringen können, bis ich den halt gefunden hätte und das war ja der Grundgedanke auch, dass Nick e.V. den Betroffenen die Möglichkeit geben soll, die Spezialisten zu finden. Wo finde ich sie denn überhaupt? Warum muss ich lange suchen? Und das war halt auch die Grundidee, ne, der Physiotherapeuten. Und haben Sie denn jetzt eine Liste von den besten Physiotherapeuten Ihrer Region? Naja, die besten, das ist natürlich, wie Sie sagen, das ist natürlich immer eine persönliche Einstellung, aber ich habe bei uns auf der Seite tatsächlich welche genannt, die ich sehr, sehr gut finde und die auch auf Empfehlung anderer kamen. Und dadurch, dass wir jetzt aber natürlich noch sehr schwerpunktmäßig hier in Hamburg unterwegs sind und aber ein digitales Netzwerk sind, das heißt also, man natürlich über die Grenzen Hamburgs hinaus auch gesehen wird, hoffe ich, dass viele uns natürlich halt auch sagen, wo sind denn die Spezialisten? Gerade das Rheumatologen kann ich googeln noch, die finde ich relativ gut. Aber ich bin dankbar, dass ich die halt auch bei uns auf der Seite nennen kann. Genauso ist es bei den Dermatologen sehr schwierig. Wenn ich einen Dermatologen suche, der auf Psoriasis spezialisiert ist, finde ich ihn in der Regel sehr schwer. Und das ist halt noch sehr Hamburg-lastig bei uns auf der Seite. Aber ja, wird jetzt in der nächsten Zeit, glaube ich, immer mehr wachsen. Und aber das kann ich auch nur an die Zuhörer richten. Wenn uns jemand zuhört von den Teilnehmern, Sie können uns ja gerne Tipps geben. Das ist, Sie haben ja vielleicht persönlich selber Erfahrungen. Ja. Wenn Sie sagen, der wirklich Bewegungsapparat gerne macht, das ist ja tatsächlich ein guter Hinweis. Ja. Christoph, wie ist das denn mit Reha-Kliniken? Hast du jetzt, also erstmal, wie machst du das? Schickst du deine Patienten einmal im Jahr in die Reha oder alle 4 Jahre in die Reha, weil du sagst, Rheuma hat das Recht auf Reha oder wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, jemanden in so eine Reha zu schicken? Also ich bin schon sehr großzügig in der Anregung Reha, weil ich denke, das hat schon seinen Stellenwert noch. Und klassischer Kandidat sind ja Patienten, bei denen entweder eine längerfristige Arbeitsunfähigkeit droht durch die Krankheit, weil wir kommen ja nochmal auf Medikamente und deren Wirkung und Erfolge. Wir kriegen ja trotz der Medikamente auch nicht alle Patienten komplett beschwerdefrei. Und gerade Patienten, die länger Ausfallzeiten haben in der Schule oder im Beruf, oder die schicke ich in die Reha oder regne Reha an. Das ist so ein Beispiel, aber da ist genau das gleiche Problem wie mit den Physiotherapeuten. Die Patienten fragen mich dann, ja, wo soll ich denn dann jetzt hingehen? Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, bei wem ist man versichert und welche Reha-Anstalt hat mit welcher Krankenversicherung Verträge. Oft schlagen ja auch die Kostenträger, also die Versicherungen, dann die Reha-Klinik vor. Und in Norddeutschland gibt es dann ja so eine Handvoll Reha-Kliniken in der Region, die auch rheumatologisch, orthopädisch spezialisiert sind. Und am Ende des Tages sind viele Patienten dann auch in diesen Kliniken ansässig. Wie zufrieden die dann sind, muss man im Einzelfall immer schauen. Ich mache es auch ein bisschen immer davon abhängig, dass ich frage die Leute wirklich mal, wollen sie eher heimatnah das machen und dann jedes Wochenende vielleicht nach Hause? Oder wollen sie das eher wirklich mal ein bisschen raus aus dem Alltag? Viele Leute profitieren ja auch einfach mal von raus aus dem Alltag und einfach mal Süddeutschland, Bayern, in Bad Pyrmont kenne ich 2 ganz gute Reha-Kliniken, die ich ganz gut verweisen kann. Erstmal einfach mal so ein bisschen raus. Und chronisch Kranke, vielleicht tut das ja auch mal ganz gut. So ein bisschen aus dem Alltag raus, mal andere Eindrücke bekommen. Und manchen Leuten tut es gut. Aber das müssen die Patienten natürlich entscheiden. Das stimmt, ja. Da ist der Patient federführend. Und gerade natürlich halt, wo Sie am Anfang auch sagten, dass es halt überwiegend junge Menschen sind, ist ja, glaube ich, da auch so diese Diskrepanz. Wenn ich so jung bin, will ich überhaupt in eine Reha-Klinik? Das bedarf ja nun halt auch viel Aufklärung wahrscheinlich, um erstmal dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und für sich zu sagen, ja, weil wenn ich jetzt merke, dass ich eigentlich so aus dem Leben gerissen bin und nicht richtig arbeiten kann und Schmerzen habe, dass dann der Schritt vielleicht zu einer Reha erstmal der richtige natürlich auch ist. Ne? Ich glaube, gerade am Anfang der Krankheit kann es manchmal ganz sinnvoll sein, auch mal andere Leute kennenzulernen, die die gleiche Erkrankung hat. Viele Patienten fühlen sich ja irgendwie
als der erste Mensch, der diese Erkrankung hat und haben Schwierigkeiten, sich ein bisschen zurechtzufinden, den richtigen Arzt zu finden, den richtigen Physiotherapeuten zu finden, wie ja. soll ich denn mit dieser Erkrankung in meinem Alltag umgehen? Und dann sind solche Selbsthilfegruppen oder auch Reha-Kliniken tatsächlich mal so ein Ort, wo man Leute kennenlernt, die das Gleiche haben und man sich austauschen kann. Und einige Sachen werden ja auch gar nicht mit uns Ärzten besprochen. Das wird halt eher unter den Patienten besprochen. Und deshalb ja. ist das absolut unterstützenswert, wenn es da was gibt, wo die Patienten sich auch mal austauschen können. Ja, das stimmt. Herr Arias, jetzt heißt es, es sind junge Leute. Das heißt, junge Menschen sind natürlich auch in dem Thema der Familienplanung. Und muss ich denn Angst haben, wenn ich jetzt erkrankt bin, dass ich dann auch das an mein Kind weitergebe? Ist das eine vererbbare Krankheit? Also die kurze Antwort ist definitiv nein. Es ist keine vererbbare Krankheit, weil es keine Generkrankung ist. Es ist nicht wie bei der Haarfarbe, bei der Augenfarbe, dass man sagt, dieses Gen macht diese Erkrankung. Herr Eking-Konert hatte vorhin ja schon gesagt, es gibt dieses eine Gen HLA-B27, das haben ganz viele von Patienten mit dieser Erkrankung, aber es haben auch ganz viele von der normalen Bevölkerung, die diese Erkrankung nicht haben und auch nie bekommen werden. Also dieses Gen scheint eine Art Risiko darzustellen, aber es verursacht nicht die Erkrankung oder zumindest nicht alleine die Erkrankung. Insofern, selbst wenn Sie dieses HLA-B27 hätten, und es an ihre Kinder weiter vererben und der das auch hat oder die das auch hat, heißt das nicht, dass die nachfolgende Generation definitiv auch diese Erkrankung bekommt. Allerdings, wir haben ja gesagt, dieses Gen ist ein Risikofaktor und wenn halt das Kind jetzt diesen Risikofaktor hat, dann hat das halt auch ein erhöhtes Risiko und wenn man halt Eltern mit dieser Erkrankung hat, dann steigt das Risiko sicherlich an. Wenn jetzt in der Normalbevölkerung, es heißt, dass 1% der Bevölkerung diese Erkrankung hat und wir sagen, das Risiko wird verdoppelt durch dieses Gen, wenn sie das weitervererben, dann ist das Kind für die nachfolgende Generation, ist das Risiko für die nachfolgende Generation vielleicht 2%. Also das ist jetzt keine Verdopplung, die uns wirklich Sorgen macht und es ist überhaupt gar kein Grund, nicht eine Familie zu planen, nur weil man diese Erkrankung hat. Erstens, sie sind heutzutage gut zu behandeln und zweitens, das Risiko ist zwar erhöht, aber definitiv ist es überhaupt nicht sicher, dass die nachfolgende Generation das bekommt. Es ist leicht erhöhtes Risiko. Das ist eine schöne Botschaft. Ich glaube, das wird viele nochmal beruhigen, das zu hören. Es haben mich ja im Vorfeld auch einige Fragen schon erreicht. Unter anderem wurde ich gefragt, gibt es eine Faustregel bezüglich Alkoholkonsum und der Einnahme von Biologika? Jetzt sind wir noch gar nicht auf Biologika eingegangen. Ich weiß nicht, vielleicht erzählen wir erstmal was zu den Biologika. Christoph, erzähl mal, was sind das eigentlich? Biologisch. Genau, du hattest ja schon Stufenplan Nummer 2 bei der Krankheit, nachdem wir mit den antientzündlichen Medikamenten, also Ibuprofen, Voltaren, das ist ja so, sind so die Klassiker, gibt ja auch noch andere, behandelt haben. Und da gibt es nochmal ganz wichtig, hattest auch du schon gesagt, das ist nicht nur, um die Leute damit irgendwie zu vertrösten, mit solchen, sag's mal so salopp, etwas günstigen, billigen Medikamenten, sondern weil die ja ebenso gut helfen und vor allen Dingen, weil man ja auch so einen Aufschluss kriegt, ob es sich um einen entzündlichen Rückenschmerz handelt, weil die ebenso gut ansprechen. Im nächsten Schritt, wenn die nicht ausreichen, dann fangen wir an und gucken, das ist auch nochmal wichtig, welche Domäne, also welches Organ und welches klinische Beschwerdebild steht eigentlich jetzt im Vordergrund? Ist es jetzt der Rücken? Ist es die Haut mit der Schuppenflechte? Ist es vielleicht der Darm? Ist es das Auge? Und danach wählen wir heutzutage unser nächsten Therapieschritt aus. Und dann sind wir sehr schnell bei vielen dieser Beschwerdebildern dann bei den sogenannten Biologika. Was sind Biologika? Die gibt es jetzt schon auch eine ganze Weile in der Rheumatologie. Das erste ist 1999, also über 20 Jahren zu uns gekommen. Das war ein sogenannter TNF-Blocker. Biologika sind biotechnologisch hergestellte Moleküle, also Eiweißmoleküle. Deswegen muss man sie auch spritzen in die Haut oder in die Vene, weil man sie nicht als Tablette nehmen kann, weil das Eiweiß würde sonst aufgespalten im Magen. Und die wirken ganz gezielt gegen Entzündungsbotenstoffe. Also das beste Beispiel, eben schon erwähnt, TNF-Blocker. Das ist ein Botenstoff im Immunsystem, der Entzündung hervorruft, TNF, tumornekrose Faktor Alpha. Und gegen den gibt es Antikörper und die funktionieren so ähnlich wie Schlüssel- und Schlüssellochprinzip, dass die sich gegenseitig eben blockieren. Und dann blockiert das Biologikum, das Medikament, den Botenstoff und reduziert damit die Entzündung im Blut, aber eben auch in dem entsprechend betroffenen Gewebe.
Wir haben dann heute nicht nur diese TNF-Blocker, sondern wir haben heute dann IL-17-Blocker und IL-12-23-Blocker und für die Schuppenflechte 23 und dann haben wir T-Zell-Blocker. Wir haben eine ganze Reihe, so ein ganzes Sammelsurium von Biologika heutzutage, mit denen wir dann nochmal ganz gezielt, je nachdem, was steht im Vordergrund an klinischen Beschwerden, eben die Patienten behandeln können. Vielleicht, du hast es eben gerade gesagt, damit die Entzündung in dem Gewebe gehemmt wird, das ist hier auch eine Frage im Chat. Wo ist denn eigentlich die Entzündung? Was ist eigentlich das, was Rheuma hat? Sind das jetzt die Sehnen in der Wirbelsäule oder ist das der Knochen oder ist das die Bandscheibe? Was ist denn da eigentlich entzündet? Naja, im Falle von der Spondarthritis, über die Krankheit, die wir heute reden, sind es ja eben verschiedene Abschnitte am Bewegungsapparat. Es ist ja eben nicht nur wie jetzt im Rücken dann wirklich der Knochen selber und die Knochenhaut, die um den Knochen drum ist, sondern es können ja eben auch die Sehnenansätze sein. Das ist dann die Achillessehne, es können aber auch die Sehnenansätze im Rücken, an den kleinen Rückengelenken sein. Es können auch die Gelenke selber sein, also die Gelenkinnenhaut, die das Gelenk mit Nährstoffen versorgt, die sogenannte Fachdeutsch Synovia. Also es kann auch eine richtige Gelenkentzündung, eine Gelenkschleimhautentzündung geben. Also das ist ja das Interessante an der Krankheit, dass es verschiedene Abschnitte am Bewegungsapparat sind. Und da wirken diese Biologika jetzt besonders gut. Und vielleicht könntest du auch noch mal was sagen, verhindern die denn auch wirklich, dass die Wirbelsäule versteift oder kaputt geht? Ist das schon nachgewiesen, dass das wirklich verhindert wird? Also eine ganz spannende Frage wäre das ja für eine andere von dir schon eben erwähnte Krankheit, die Modellkrankheit Rheumatoid Arthritis. Warum Modell? Weil sie mit am besten verstanden ist und weil sie mit am häufigsten ist. Da ist es ja wirklich exzellent gezeigt, dass wenn man diese Therapien effektiv einsetzt, dass über die Jahre die Gelenke eigentlich nicht mehr kaputt gehen. Nur noch in Ausnahmefällen. Es ist ja wirklich eine Rarität, dass ein Gelenkschaden nimmt, wenn man konsequent therapiert. Bei der Spondarthritis, da glauben wir das ja, dass das aufgehalten wird, der Progress. Warum bin ich jetzt so vorsichtig und sage, wir glauben das? Weil es da gar nicht so einfach ist zu beweisen. Weil das Fortschreiten der Krankheit mit diesem Versteifungsprozess an den Wirbelkörpern und an den Sehnen und Bändern, das dauert für gewöhnlich so lange. Deswegen sieht man es ja auch am Anfang im Röntgenbild nicht im Frühen, weil es eben lange, lange Jahre dauert, bis man da was sieht, dass die Studien, die alle laufen, nicht so lange laufen mit den Medikamenten, dass man es bisher wirklich trefflich beweisen kann. Und wir haben ja auch namhafte Kollegen aus Deutschland, die international auch diese Studien mitmachen. Und in meiner Wahrnehmung, jetzt korrigiere mich bitte, unsere Freunde aus Herne, ich glaube, der Trend geht doch jetzt wieder in Richtung positiver Optimismus, dass man sagt, es funktioniert doch, oder? Vor 5 Jahren haben wir doch eher immer gesagt, na, eigentlich doch eher nicht. Und jetzt schlägt doch das Pendel jetzt wieder um und sagt, doch, frühe Behandlung, antientzündlich, plus, jetzt kommt wieder die Bewegung, die muss einfach bewegt sein, die Wirbelsäule, verhindert dann die in einigen Fällen ja doch immer noch gefürchtete Versteifung. Jetzt nochmal bitte an alle Teilnehmer, die zuhören, ich hatte es ja eingangs gesagt, die versteifende Verlaufsform, früher Bechterew genannt, die kriegen ja erstens nicht alle und die ist zweitens ja auch gar nicht mehr so häufig zu sehen, also in meiner Wahrnehmung zumindest. Also nicht, dass jetzt jeder denkt, wenn er die Diagnose dieser Spondarthritis hat, dass er automatisch so eine versteifende Verlaufsform kriegt. Das kriegt eben nicht jeder Patient damit. Ich glaube, da in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig zu betonen, dass wir es auch von den anderen Rheumaerkrankungen kennen, dass wir jetzt, früher haben wir immer gemeckert, es gibt keine Medikamente, jetzt meckern wir, weil es ganz viele Medikamente gibt und wir gar nicht wissen, welches wir anfangen sollen. Das Entscheidende ist gar nicht so sehr, ob es das eine Medikament gibt, was super ist. Also das können wir klar sagen, es gibt kein perfektes Medikament in keiner der Rheumaerkrankungen. Sie haben alle ein kleines Aber, sie haben alle ein Oho, das klappt ja doch. Aber das Entscheidende ist eigentlich, wann man eine konsequente Therapie anfängt. Und dann ist es auch egal, ob man das mit dem grünen, gelben oder roten macht, sondern frühe Diagnose, frühe Therapie. Und was noch entscheidender ist, und da müssen wir Rheumatologen ganz schön selbstkritisch sein, zu entscheiden, wenn es nicht gut läuft, dann auch wirklich die nächste Therapie zu suchen. Es gibt eine ganz interessante Studie in Deutschland, die gezeigt hat, dass es die Rheumatologen immer besser werden. Die können die Diagnose immer früher stellen. Immer früher wird die erste Therapiestufe eingeleitet. Aber dann bleiben die Patienten über längere Zeit auf dieser ersten Stufe hängen.
obwohl es offensichtlich ist, dass sie damit nicht gut zurechtkommen. Entweder sie ist nicht gut vertragen oder ist nicht so die Entzündung hemmt, wie wir es wollen. Und dann dieser, offensichtlich sind wir irgendwie gehemmt, dann die nächste Therapiestufe dann zu erklimmen und zu sagen, okay, klappt nicht, jetzt das nächste Medikament. Und also machen Sie sich weniger Sorge, ob Sie das Richtige haben, sondern sagen Sie, nach 12 Wochen sind wir da angekommen, wo ich wollte, nämlich Schmerzfreiheit. Wenn ja, dann könnte man dabei bleiben. Wenn nein, dann sollte man mit dem Rheumatologen darüber sprechen, ob es sinnvoll ist, sich ein anderes Medikament einfallen zu lassen. Das ist ja, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp für alle, die jetzt bei ihren Rheumatologen Behandlung sind, und nehmt das einfach nochmal mit auf den Weg. Herr Ikin-Konert, Sie sagten gerade, als wir über die Biologika gesprochen haben, etwas vom Auge und vom Darm. Was hat denn das Auge und der Darm jetzt damit zu tun? Naja, weil der ganze Formenkreis, das haben wir jetzt vielfach erwähnt, das ist wirklich, wirklich entscheidend für die Krankheiten. Deswegen, das ist ja auch das Besondere an dieser Krankheit. Wir reden ja über die besondere Krankheit. Das erste war, sie tritt so jung auf. Das zweite war, sie wird am Anfang häufig übersehen. Und das dritte ist eben, sie betrifft eigentlich den ganzen Menschen. So wie Rheuma ja häufig, aber explizit diese Krankheitsgruppe. Und eben nicht nur der Rücken ist betroffen, sondern die Haut im Sinne der Schuppenflechte, die Sehnenansätze, das nennt man dann die Tendinitis oder Enthesitis, die großen Gelenke, das ist dann die Arthritis, die Überlappung zu den entzündlichen Darmerkrankungen, dann ist der Morbus Crohn als Beispiel erwähnt, den vielleicht viele im Chat ja auch schon mal gehört haben, das ist eine immunologische Erkrankung der Darmschleimhaut, da finden ähnliche Vorgänge statt wie im Knochen oder am Knochen. Das ganze Krankheitsbild kann auch das Auge betreffen mit einer sogenannten Uveitis, dann kriegt man ein entzündetes rotes Auge. Und da muss man immer jedes einzelne Mal gucken, welches Organ oder welches Organsystem steht momentan mit den Beschwerden im Vordergrund, weil dementsprechend werde ich heute mein Therapeutikum auswählen. Und einen Patienten mit einer Kniegelenksarthritis, den behandle ich ganz anders als einen Patienten mit einer Rückenentzündung. Und einen Patienten mit einer Augenentzündung behandle ich wieder anders als einen Patienten mit einer Knieentzündung. Problematisch wird es, wenn jemand alles hat. Dann muss man gucken, dass man One-Size-Fits-All-Medikament findet, was alles behandelt. Gibt es zum Glück auch. Die von mir eben erwähnten TNF-Blocker helfen zum Glück bei all diesen ganzen Krankheiten ganz gut. Die sind so ein bisschen dann die, nicht Wunderwaffe, ist ja übertrieben, aber so ein bisschen die Allzweckwaffe, wenn alles betroffen ist. Ja, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Haben wir hier noch was im Chat stehen? Weil ansonsten kam noch mal auch die Frage auf, werden periphere Spondyloarthriden mit denselben Medikamenten behandelt wie der Morbus Bechterew? Vielleicht noch mal als Erklärung. Wir unterscheiden bei dieser Erkrankung einmal die Patienten, die überwiegend eine Entzündung im Rücken haben, und wir gegenüber den Patienten, die überwiegend eine Entzündung in der Peripherie haben. Und Peripherie nennen wir Arme und Beine. Typischerweise haben diese Patienten eine Entzündung der unteren Extremität, also der Beine, und meistens von den Gelenken asymmetrisch. Also das rechte Sprunggelenk und das linke Knie. Die linke Hüfte und das linke Knie. Also es sind wenige Gelenke, meistens weniger als 4 gleichzeitig befallen. Es ist meistens die untere Extremität befallen. Also axial heißt, es ist die Wirbelsäule betroffen. Peripher heißt, es ist irgendwas am Bein oder manchmal auch an den Händen oder an den Armen betroffen. Mhm. Jetzt die Frage, wird das gleich behandelt? Jein. Es gibt tatsächlich Medikamente, die wirken nur auf die peripheren Gelenke. Die wirken nur auf das Knie, die Hüfte, die Füße, das Sprunggelenk, aber haben keinen Effekt auf die Wirbelsäule. Die biologischen Medikamente haben dagegen häufig, nicht immer, einen guten Effekt auf beides. Die können sowohl die Wirbelsäule gut behandeln als auch die peripheren Gelenke. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, es gibt nicht ein Medikament für diese Erkrankung oder zwei, sondern wir achten darauf, wie alt ist der Patient, was hat er für Vormedikamente, was hat er für andere Erkrankungen, hat er Diabetes, hat er eine Nierenstörung, hat er vielleicht Leberveränderung. Dann gucken wir, wo ist denn die Entzündung, ist die in der Wirbelsäule, ist die peripher. Dann gucken wir, was hat er für Entzündung außerhalb des Bewegungsapparates, so was Herr Ikin-Konert eben gesagt hat, Auge, Darm, Haut. So, das ist wirklich für uns als Rheumatologen schwer, ist jetzt durch so ein ganzes Bild zu machen von allen Entzündungen und dann das perfekte Medikament herauszusuchen.
Christoph, haben wir da alle das gleiche System oder entscheidet da jeder Rheumatologe nach Bauchgröße und Bauchgefühl? Naja, ja, auch wieder jein. jeder hat ja seine eigene persönliche Erfahrung, die er mitbringt. Und das ist so. Wir bieten alle, wie immer im Leben, alle Menschen bieten ihre Stärke an. Und ich biete auch meine Stärke an. Und wenn ich weiß, ich habe eine Präferenz für ein Medikament, weil ich sehr gute Erfahrung habe, werde ich das wahrscheinlich mehr anwenden als mein Nachbar vielleicht. Aber jetzt kommt wieder das andere Seite. Wir haben ja wissenschaftliche Evidenz, nennt man das, also Studienlage, wo man wirklich auch untersucht hat, welches Medikament spricht denn an welcher Stelle vielleicht besser an als das andere. Und aus dieser Studienlage haben Experten Empfehlungen geschrieben und das gibt es auf europäischer Ebene, auf amerikanischer Ebene, auch auf deutscher Ebene. Und die Experten empfehlen dann uns schon, dass man gewisse Organmanifestationen oder gewisse Dinge mit verschiedenen Medikamenten präferenziell, also bevorzugt behandelt. Also deine Frage, ja, jeder hat seine eigene Erfahrung und nein, es gibt eine Leitlinie, an die man sich doch in der Regel hält. Also im Großen und Ganzen, die einzelnen Schritte, die machen, glaube ich, alle relativ ähnlich. Die Frage ist, in dem Schritt kann man halt Präparat A, B, C nehmen und dann hat der eine mehr Erfahrung mit E, mehr B und der andere mit C. Also ganz grob, glaube ich, machen es alle sehr ähnlich, aber im Detail kann es halt durchaus Unterschiede geben, was nicht falsch ist. Man kann ja nicht behaupten, dass jetzt das, was wir beide sagen, immer alles richtig ist. Bei uns gibt es auch Patienten, die dann mit dem ersten und zweiten Präparat nicht zurechtkommen und dann erst mit dem dritten und ein anderer Rheumatologe hätte mit dem dritten gleich angefangen. Und was ja ganz entscheidend ist heute, deswegen wir haben ja ganz viele mündige Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich fortbilden, aber wir sehen ja schon, so sollen wir es machen, so leben wir es in der Regel den Patienten als Partner an und sagen, der Patient oder die Patientin muss und soll in die Therapieentscheidung von vornherein eingebunden sein. Und wir versuchen, die Vor- und Nachteile der einzelnen Substanzen aufzuzählen. Und jeder Patient hat ja da eine eigene Vorstellung. Der eine möchte lieber eine Spritze, der eine möchte lieber eine Infusion alle 8 Wochen, der eine möchte lieber doch wieder Tabletten. Und zum Glück haben wir ja heute so eine ganze Reihe von Medikamenten und können da wieder anbieten. Der eine hat vielleicht oder die hat einen Schwangerschaftswunsch und dann brauchen wir da wieder drauf achten. Dann gibt es gewisse Medikamente, die darf man geben, andere darf man nicht geben. Und was mir auch immer ganz wichtig ist, die Definition von persönlichen Zielen, weil natürlich gibt es Ziele, die sind definiert in unseren Leitlinien. Da steht irgendein Wert drin, ist irgendeine Zahl. Das ist so definiert, aber der einzelne Patient kann vielleicht ja mit dieser Zahl für sein Leben gar nichts anfangen, hat vielleicht ganz, ganz andere Ziele. Ja, der eine sagt, ich möchte nächstes Jahr wieder Marathon laufen. Alles andere ist mir aber nicht auch egal und ihre Zahl ist mir auch egal. Ich möchte einfach, dass meine Achillessehne nicht mehr entzündet ist. Mein Rücken ist gar nicht so schlimm beim Marathonlaufen. Das Einzige, die Achillessehne muss gut werden. Der eine sagt vielleicht, ja, mich stört der Rücken gar nicht so, dann nehme ich ein Schmerzmittel. Aber ich möchte dringend, dass meine Haut wieder gut wird, weil ich schäme mich für meine Schuppenflechte an den Händen. Und dann muss man wirklich immer ein individuelles Ziel definieren, weil nur wenn wir ein individuelles Ziel definieren, können wir uns ja nach 12 Wochen, du hast es ja gerade schon die Zahl genannt, daran messen, gucken, haben wir das erreicht und dann sagen, dass wir dann ein neues Medikament auswählen, um dann wieder dieses Ziel zu erreichen. Oder vielleicht auch dann ein neues Ziel zu definieren und sagen, wir können es nicht erreichen, dieses Ziel, wir müssen ein anderes Ziel gemeinsam definieren. Vielleicht sagst du auch nochmal was dazu, die Sorge oder viele Patienten sehen ja, dass diese biologischen Medikamente irgendwie sehr, sehr viel teurer sind. Und häufig bekommen wir dann Mails oder wenn man im Internet liest, dann heißt es, naja, das ist so teuer, das hat mir der Arzt nicht gegeben, der hat Angst, sein Budget zu überlasten. Das stimmt, die sind teuer, die sind zwar deutlich billiger geworden, wir sprechen hier über 10.000 Euro im Jahr, das war früher gut und gern über 20.000 Euro im Jahr, aber ist das wirklich so, dass wir Ärzte Medikamente, die wir glauben, die besser wären, nur nicht verschreiben, weil die teurer sind? Ist das oder hast du das schon mal erlebt? Also wir Ärzte sicherlich, wir Rheumatologen in Hamburg sicherlich nicht. Alle Rheumatologen Hamburgs, für die kann ich sprechen, die sind sehr großzügig und immer wenn die Indikation stimmt, also immer wenn wir glauben, an der Stelle profitiert der Patient von diesem Medikament, spielt bei uns in der Community in Hamburg von den Kollegen, die ich kenne, für die ich mich verbürgen kann, spielt der Preis keine Rolle. Ich sage den Patienten immer so ein bisschen salopp, sie können ja nichts für den teuren Preis. Ja, insofern, warum soll ich ihnen das Medikament nicht verordnen? Und wir sind als Fachärzte
an die Budgets natürlich nicht ganz so gebunden. Wir haben auch so komische Budgets. Was ich immer ganz gut nachvollziehen kann, dass dann ein Hausarzt die Substanzen nicht weiterverordnet. Da habe ich manchmal auch ein Problem. Der Patient reist dann manchmal nur, um das Rezept zu kriegen, 100 Kilometer an und sagt, mir geht's gut, liest die Karte ein und geht mit Rezept aus der Praxis. Das ist natürlich eigentlich Unfug, gerade im Rahmen von Corona. Aber der Hausarzt sagt, mein Budget wird überzogen. Da kann ich es immer nachvollziehen. Ein Facharzt mit der Expertise für diese Substanzen hat dieses Argument eigentlich nicht. Ein bisschen anders ist es ja bei diesen sogenannten Off-Label-Use, wenn Substanzen nicht zugelassen sind. Da müssen wir aber heute gar nicht drüber reden, weil wir haben bei den Krankheiten, von denen wir heute reden, so viele zugelassene Medikamente, dass wir bei den Krankheiten heute eigentlich so gut wie nie in die Verlegenheit kommen, nicht zugelassene Medikamente aufschreiben zu müssen. Oder kennst du irgendwie eine Situation heutzutage? Ja, das gibt es schon, aber das ist tatsächlich absolut selten, wenn jemand noch MS zum Beispiel hat, zusammen mit dem Rückenrheuma. Aber mir ist nochmal wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, viele Patienten sagen ja auch, warum kriege ich das nicht als erstes? Wenn ihr euch dann ja nicht um das Geld kümmert, dann gibt es mir doch gleich. Auch wenn der Name Biologicum irgendwie sich sehr toll grün anhört und jeder denkt, das wächst am Baum, so muss einem klar sein, das sind durchaus auch potenzielle Risiken, die mit diesen Medikamenten einhergehen. Und diese erste Stufe, die wir vorhin genannt haben, das Ibuprofen, Diclofenac und Voltaren, Etoricoxib und sowas, die sind auch effektiv und sie haben tatsächlich, wenn man alles zusammenzählt, erstmal ein geringeres Risiko von Nebenwirkungen. Und wenn Sie damit zurechtkommen, gibt es überhaupt gar keinen Grund, auf eine teurere Therapie zu geben, nur weil die sich besser anhört oder teurer ist. Sie haben keine schlechte Therapie, wenn Sie eine Ibuprofen-Therapie haben und damit zurechtkommen. Diese Biologika sind nur für die Patienten geeignet, die mit dieser ersten Stufe nicht zurechtgekommen sind. Es hat nicht gewirkt oder sie wurden nicht vertragen. Dann sind wir froh, dass wir diese nächste Stufe haben. Aber dann gehen wir auch ein höheres Risiko ein, weil das vorher nicht geklappt hat. Vielleicht erzählst du nochmal, was sind denn die Risiken, Christoph? Wovor fürchten wir uns denn am meisten eigentlich, wenn wir das jetzt jedem geben würden? Also insgesamt sind die Risiken ja bei jungen, ansonsten gesunden Menschen, und davon reden wir ja heute bei der Krankheit, das sind ja nicht die ganz Alten mit den vielen Begleiterkrankungen wie Zucker oder Herzkrankheit, sondern sind ja vornehmlich jüngere Menschen mit ansonsten gesunden Status. Das Risiko ist sehr gering, aber, du sagtest es richtig, es gibt Risiken. Und was wir am meisten fürchten, jetzt gerade in der Virussaison, und da geht es jetzt gar nicht um dieses neue Virus, was wir vielleicht gleich noch besprechen, sondern es geht wirklich um jeden Virusinfekt, auch um die Influenza und auch um die ganz normalen Infektionskrankheiten. Die treten einfach statistisch gesehen etwas häufiger auf, auch bei jungen Leuten unter diesen Mitteln, weil ich hatte es ja angesprochen, wir bremsen das Immunsystem ja so ein bisschen aus, weil der Botenstoff ist ja erhöht und verursacht die Entzündung im Rücken, also bremsen wir das Immunsystem ein bisschen aus und manchmal schießen wir übers Ziel hinaus und haben doch Infektionshäufungen. Und das kann auch in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, aber wirklich in ganz seltenen Fällen, auch bei jüngeren Leuten mal wirklich zu ganz schweren Infektionen führen. Virusinfektionen, Pilzinfektionen, sodass, wie du es schon gesagt hast, die Indikation, der Zeitpunkt, wann entscheide ich mich gemeinsam für so eine Substanz, das ist der entscheidende Punkt an der Stelle, wo ich sage, jawohl, jetzt ist es nötig. Aber es gibt genauso viele Patienten, da ist es eben zum Glück nicht nötig. Die würden, wenn ich die Patienten alle damit behandeln würde, von Anfang an würde ich einen Großteil der Menschen einfach damit überbehandeln und sie potenziell gefährden. Sag mal eine Zahl, wie viel höher das Risiko ist, wenn man diese Therapie nimmt in dem ersten halben Jahr? Naja, sagen wir mal, wenn man so durch die Studien guckt, bei ansonsten Gesunden, wenn man 100 Menschen damit behandelt, kriegen vielleicht bei jungen Leuten 2, das ist immerhin jeder 50. 2 kriegen eine schwerere Infektion. Und in Studien heißt immer schwerwiegend, heißt, sie haben entweder ins Krankenhaus gemusst oder brauchen ein Antibiotikum. Und das ist gegenüber der Normalbevölkerung, ich würde sagen, was wird so eine Verdopplung des Risikos, würde man doch sagen, oder ist es sogar vielleicht mehr? So 2 pro 100 über ein Jahr behandelte Menschen kriegen eine schwere Infektion. Ja, so die Zahl sage ich meinen Patienten auch. Wenn sie jünger sind, ist es ungefähr 2. Und das muss jetzt gar nicht so eine ganz schwere sein, dass man im Krankenhaus irgendwie ganz gefährdet ist, sondern es kann auch eine Gürtelrose sein, die man ein bisschen, oder es kann auch mal eine leichte Lungenentzündung sein. Das ist da alles mit drin. Aber es ist eben, das Risiko wird sich gut verdoppeln, wenn ich das Medikament nicht nehme.
Ich glaube, Frau Renner möchte auch mal was sagen. Nee, ich finde das ganz spannend. Während Sie das so alles erzählen, ist mir gerade bewusst geworden, dass ich auch schon fast 20 Jahre therapiere. Vor 20 Jahren tatsächlich, glaube ich, 2 Medikamente auf dem Markt waren oder 3, ich weiß es nicht genau. Und ich das einfach großartig finde, wo wir heute stehen. Und ja, auch das Thema, dass es einfach wirklich junge Menschen sind. Ich glaube, es ist noch in so vielen Köpfen drin, dass Rheuma eigentlich nur alte Menschen haben und dass man wirklich noch aufklären muss. Das wird mir immer mehr auch bewusst mit diesem Netzwerk. Und ich glaube, dass Sie da heute halt wieder unheimlich viel zu beigetragen haben. Und aber auch, glaube ich, den Betroffenen und den Zuhörern klar geworden ist, dass es halt immer ein Zusammenspiel zwischen Patient und Arzt ist und auch der Patient darauf achten muss, welche Symptome habe ich, was muss ich meinem Arzt halt auch rechtzeitig melden. Und dass man doch, was diese Verordnung auch der Biologika angeht oder generell der Therapien, dann auch wirklich den Weg zum Spezialisten wählen muss. Auch wenn man das Gefühl bei seinem Hausarzt oder bei welchem Arzt man auch gerade in Behandlung ist, das Gefühl hat, so, ich glaube, der nächste Schritt muss jetzt einfach eingeläutet werden, dass man sich einfach den Spezialisten dafür sucht. Aber erzählen Sie doch mal aus Patientensicht. Sie haben, glaube ich, ja auch mal biologische Therapeute gehabt. Ist das so eine Art Quantensprung? Ist das was ganz anderes? Und wie ist das auf Dauer? Ist man dann irgendwann gelangweilt, diese Spritzen zu setzen? Wie ist das aus der Sicht der Patienten? Nee, also dadurch, dass ich es auch dreimal erfahren habe, wie es ohne Therapie ist, weil ich immer glaubte, jetzt geht es mir super und jetzt kann ich auch wieder aufhören, wurde ich halt immer ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und habe halt einfach gemerkt, dass ich diese Autoimmunerkrankung einfach habe. Sie gehört zu mir. Von daher war ich ab dem Moment, wo das Medikament gewirkt hat, was ich nehme, einfach nur noch dankbar, weil ich habe die Zeit davor mit unendlichen Schmerzen und wirklich schlimmen, schlimmen Zeiten erlebt, die man mir auch nie so wirklich geglaubt hat, weil ich auch wirklich jung war. Und deswegen bin ich unsagbar dankbar, dass ich halt ein Medikament gefunden hatte, was wirkte. Und ich hatte zwischenzeitlich immer Angst, weil es hieß, ja, das wirkt auch nicht so lange und es gab noch nicht so viele Medikamente. Was macht man bloß, wenn das nicht mehr wirkt? Und es hat bei mir gewirkt und heute bin ich natürlich ganz auf der sicheren Seite, wo ich denke, gut, wenn jetzt was passiert, es gibt so viele, die mein Rheumatologe dann oder mein Dermatologe dann auch für mich dann finden, die mir weiterhelfen. Also von daher, mir geht es blendend, um es abzukürzen. Ich versuche aber natürlich halt auch Sport zu treiben, mich gesund zu ernähren, ja, viel für mich einfach zu tun. Aber es geht halt nur mit dem Medikament. Das ist mir halt auch ganz klar und bewusst geworden. Hier in dem Chat ist nochmal eine Frage, ob man nicht auch als Kind einen Morbus Bechterew haben könnte. Vielleicht nochmal als Erinnerung, wir hatten vorhin gesagt, der Morbus Bechterew, den wir jetzt nicht mehr so nennen, ist so eine Art Spätform der Spondyloarthritis, dann wenn diese Knochen versteift sind. Und Christoph, sag du mal, hast du schon mal Kinder gehabt, die jetzt so einen klassischen Morbus Bechterew haben? Oder gibt es das nur im Erwachsenenalter? Du meinst so eine ganz versteifende Form? Ja. Ist mir nicht in Erinnerung. Aber die Verlaufsform, dass die Gelenke sich entzünden, die gibt es natürlich bei Kindern. Es gibt da die juvenile Form, das nennt sich dann immer juvenil, weil jugendlich. Und da gibt es die Verlaufsform und die ist dann auch assoziiert an die Genmarker. Und da können sich die Knochen genauso entzünden wie bei Erwachsenen. Und das trifft meines Wissens auch wirklich schon in jungen Jahren oder auch zum Teenageralter auf. Genau. Dann ist immer die Frage der Eltern, muss ich denn jetzt mein Kind darauf untersuchen und muss ich denn jetzt ständig zum Arzt? Deswegen, ich persönlich glaube, nein. Ich habe aber jetzt, das finde ich ganz interessant, ich bin selber kein Kinderarzt, aber ich hab viel von unseren Kinderärzten gelernt und deswegen der Tipp an die Mutter, ich habe zwei, eine Kollegin und eine Freundin von mir, die haben gerade selber bei ihren Kindern Rheuma diagnostizieren müssen und die haben das ein Jahr lang übersehen und machen sich jetzt natürlich auch ein bisschen Vorwürfe und der Kinderarzt hat ihnen immer gesagt, nein, machen Sie sich bitte keine Vorwürfe, das ist bei Kindern manchmal am Anfang schwierig zu festzustellen, weil Kinder anfangs häufig wenig über Schmerz klagen. Und man die Gelenke manchmal ja auch nicht so richtig sieht, die geschwollen sind, zum Beispiel die Hüfte. Also der Tipp ist immer, der Kinderärzte, beobachten Sie Ihre Kinder gut. Und wenn Sie merken, Kinder wollen nicht mehr so richtig spielen, die haben plötzlich Angst vor dem Sportunterricht, die sind plötzlich nicht mehr so im Hobby und ziehen sich irgendwo zurück. Das ist das entscheidende Punkt, zu sagen, Mensch,
Und vielleicht passiert doch was in den Gelenken meines Kindes. Das Kind klagt am Anfang ganz wenig über Schmerz, sondern es zeigt sich am ehesten über die Beweglichkeit im Alltag. Das habe ich jetzt gelernt von meinen, wie gesagt, Bekannten und auch von unseren Kinderärzten. Aber dieses HLAB, dieses Messen des HLAB 27 bei den Kindern, die keine Symptome haben, macht keinen Sinn. Macht für mich keinen Sinn. Auch andere Krankheiten, wir haben ja andere Krankheiten, da kommen die Mütter und sagen, ich habe zum Beispiel so einen sogenannten Lupus. Muss ich denn den Antikörper, der den Lupus determiniert, also bestimmt, muss ich den bei meinen Kindern mischen? Sage ich, bloß nicht, lassen Sie es sein. Was machen wir denn, wenn der jetzt positiv ist? Dann machen Sie sich die nächsten Jahrzehnte ständig Gedanken, wann kriegt mein Kind diese Krankheit? Machen Sie es nicht. Wie gesagt, man muss die Symptome der Krankheit kennen und dann achtet man darauf und im Zweifelsfall kann man dann ja reagieren. So ist meine Vorgehensweise. Und keiner würde irgendjemandem eine Behandlung geben, nur weil da die Mutter Bechterew hat und das Kind jetzt HLAB 27, aber gar keine Beschwerden hat. Es gibt keine Therapieempfehlung für so einen. Deshalb denken Sie nicht, man könnte irgendwas mit diesen Laborbefunden anfangen, solange die Kinder beschwerdefrei rumhopsen. Wenn die Beschwerden haben, dann müssen wir dran denken, dann müssen wir auch gucken. Aber Laborwerte sind Laborwerte und keine Krankheiten. Auch das HLAB 27. Es macht keinen Sinn, das bei seinen Kindern zu testen, wenn die beschwerdefrei sind. Ja. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt gerne allen Zuhörern die Möglichkeit geben, nochmal ihre letzten Fragen in den Chat zu stellen, wenn sie noch welche haben. Ich glaube, es wurde aber auch heute sehr, sehr viel davon beantwortet und geklärt. Denn Sie haben schon mehrfach angesprochen, Corona schwirrte heute Abend hier wieder bei uns im Chat. Oder war es ein Thema? Oh Gott. So, Lockdown Light. Es schrieben mich einige an. Erkältung, Grippe, Corona. Wie kann ich es unterscheiden? Mögen Sie da uns noch was zu sagen, Herr Dr. Arias? Oh, schade. Ich dachte, ja. Herr Corona müsste erst beantworten. Also ich komme gleich gerne drauf zu. Ich glaube, ein Thema ist eigentlich noch viel wichtiger. Wenn ich eine entzündliche Rheumaerkrankung habe, bin ich jetzt besonders gefährdet in dieser Zeit und muss ich jetzt mich zu Hause einschließen? Und da bin ich ganz froh, dass ich mit Herrn Inke Konert einen Partner hier in Hamburg habe. Wir haben in dieser Corona-Zeit ganz viel gemeinsam gearbeitet und auch zusammen geforscht. Und wir können Ihnen beweisen, dass in Hamburg exakt genauso viele Rheuma-Patienten eine Corona-Infektion hatten wie in der Normalbevölkerung. Also es gibt keinen Grund zur Annahme, dass unsere Patienten häufiger eine Corona-Infektion haben. Und die zweite wichtige Information ist, auch die Rheuma-Medikamente spielen keine Rolle bei der Corona-Infektion. Sie führen nicht dazu, dass Sie eine schwerwiegendere Infektion bekommen. Eine Ausnahme gibt es, Cortison. Cortison ist sicherlich das schlechteste Medikament und alle, die eine höhere Cortisondosis hatten oder haben, die sollten versuchen, das Cortison zu reduzieren oder Wege zu finden, dass sie es reduzieren können. Also nochmal, es gibt kein höheres Risiko für Infektion, es gibt kein Risiko für einen schwerwiegenderen Verlauf. Und deshalb... Weil auch keiner auf die Idee kommt, sein Medikament einfach abzusetzen. Ne? Genau, deshalb gibt es keinen Grund, jetzt die Medikamente abzusetzen, weil jetzt der Lockdown kommt und jeder einen kennt, der eine Corona-Infektion zu Hause sitzen hat. Das ist das Schlechteste, was Sie machen können, zu denken, jetzt setze ich lieber mein Medikament ab, weil wenn jetzt das Rheuma an Fahrt zunimmt und ein Schub kommt, dann brauchen Sie vielleicht Cortison. Und das ist das, was wir definitiv versuchen wollen zu vermeiden. Wir wollen vermeiden, dass Sie einen Schub bekommen. Wir wollen vermeiden, dass Sie Cortison bekommen. Deshalb nichts verändern an den Medikamenten, wenn Sie sie gut vertragen, wenn sie gut wirken. Wenn sie nicht gut wirken, nicht vertragen, dann natürlich neues Medikament suchen. Aber das Schlechteste ist jetzt zu denken, man müsste alles absetzen und sich verstecken. Und vielleicht nochmal, Christoph, sagst du nochmal was dazu? Müssen die jetzt alle zu Hause bleiben? Darf man mit Corona, darf man mit Rheuma in dieser Zeit arbeiten gehen? Ja, unter der Voraussetzung, dass man die allgemeinen Schutzmaßnahmen einhält, wie wir sie auch einhalten sollen. Das ist wichtig. Ich glaube, das Signal ist Entwarnung. Also wir haben ein gewisses Stück Entwarnung. Wir sind erleichtert und beruhigt, aber wir müssen trotzdem alle diese Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Und ich persönlich glaube, ich habe jetzt wirklich die letzten 6 Monate alle meine Patienten befragt, wie haben sie sich verhalten, und alle haben sich explizit vorbildlich verhalten.
Wir haben ja das Thema mit unseren Patienten die letzten Jahre, vor jeder Grippewelle haben wir das ja immer schon gehabt. Wir haben gesagt, gehen Sie impfen, passen Sie auf sich auf, halten Sie sich von kranken Leuten fern. Das heißt, es war für unsere Patienten ja keine Überraschung und Neuigkeit im Frühjahr, dass wir gesagt haben, Achtung, da zirkuliert ein Virus, passen Sie bitte auf sich auf. Ich glaube, unsere Patienten waren so konsequent in der Umsetzung, dass sie dann auch kein erhöhtes Risiko haben. Wichtig, man muss sich nicht verstecken. Man muss sich nicht eingraben, nicht verstecken. Aber man muss auch keine Sorge haben, dass man ein erhöhtes Risiko hat. Du hast es schon gesagt. Es gibt vielleicht so eine Ausnahme für eine seltene Krankheit und auch für ein seltenes Medikament. Aber die breite Masse unserer Patienten kann ganz normal, so wie wir es auch mit unter den Vorsichtsmaßnahmen ganz normal, so normal es zurzeit geht, das Leben führen und auch meines Erachtens auch zum Beruf gehen und auch arbeiten, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Auch da gibt es keine pauschale Krankschreibung mehr. Am Anfang haben wir das ja sogar gemacht, so ein bisschen, haben wir gesagt, eher nicht öffentliche Verkehrsmittel nutzen, als wir es noch nicht wussten am Anfang der ersten Welle. Und inzwischen, ich bin auch meinen Patienten gegenüber, manche mögen das vielleicht auch nicht, weil ich ein bisschen zu streng geworden bin, wenn ich Atteste ausstellen soll, dass sie kein öffentliches Verkehrsmittel nutzen dürfen, sondern den Dienstwagen brauchen, hatte ich tatsächlich letztens den Wunsch. Dem konnte ich nicht nachkommen, weil ich gesagt habe, dann bräuchte ich auch einen Dienstwagen, weil ich bin auch Risikogruppe. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich gehöre auch schon zur Risikogruppe. Was ist das Alter. Denn? Das Alter? Das Alter. Und okay. Das ist ja tatsächlich, man hat jetzt nochmal rausgerechnet, da ist ja auch Beruhigung angesagt. Jungen Leuten passiert ja zum Glück wirklich fast nie was Schwerwiegendes. Das wissen wir jetzt aus all den Zahlen. Das höchste Risiko ist tatsächlich das steigende Alter. Und da meine ich jetzt über 70. So sind wir ja noch nicht, wir zwei in der Altersklasse. Zusammen, genau. Aber es geht halt irgendwann los, ja, mit dem Risiko in dem Alter. Hier ist nochmal eine Frage mit dem Etoricoxid. Das ist so ein ähnliches Medikament wie Ibuprofen, Diclofenac, Voltaren. Wie lange man das denn einnehmen soll? Ich persönlich rate meinen Patienten, wenn ich damit anfange, das 14 Tage lang regelmäßig zu nehmen, egal ob es besser wird oder nicht. Also einfach mal 14 Tage lang durchnehmen und dann nur noch bei Bedarf zu nehmen. Und daraus lese ich quasi, wie gut das Medikament gewirkt ist. Hat, wenn dann ab der dritten Woche der Patient sagt, ich nehme es jetzt nur noch einmal in der Woche und ich komme sehr gut zurecht, dann ist das ehrlich gesagt die beste Therapie und dann würde ich nie die Therapie umstellen. Wenn er aber sagt, die 2 Wochen waren super und dann habe ich es abgesetzt und nur noch bei Bedarf genommen und ich musste es eigentlich jede Woche nehmen, dann habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, dieses Medikament 6 Monate lang jeden Tag zu nehmen, weil wir wissen, dass diese Medikamente, wenn man sie ein Jahr lang in der maximalen Dosis nimmt, dass tatsächlich das Risiko zum Beispiel für einen Herzinfarkt erhöht ist. Deshalb, das kann man mal ein paar Wochen, das kann man auch mal wenige Monate machen, alles okay, aber es ist kein gutes Konzept, wenn Sie das über Monate täglich brauchen. Dann, glaube ich, haben wir bessere Therapieoptionen. Ja, auch diese Veranstaltung neigt sich dem Ende. Ich war ganz begeistert von all den Informationen, die Sie uns auch wieder mitgegeben haben. Und für all die, die gerne nochmal reinhören möchten, was heute alles gesagt wurde, die haben die Möglichkeit, in den nächsten Tagen das auch auf unserem YouTube-Kanal sich anzuschauen, wo auch noch viele andere Veranstaltungen der letzten Monate eingestellt sind. Schaut da einfach rein. Ansonsten sind wir, glaube ich, einfach gerade in einer besonderen Zeit, Lockdown light. Ich möchte einfach allen ans Herz legen, haltet die Regeln ein, haltet euch daran, dass dann vielleicht auch in 4 Wochen hoffentlich die Restaurants und die Fitnessstudios und all die Menschen, die jetzt schließen müssen, auch wieder öffnen dürfen. Und ja, ansonsten wünsche ich allen einen schönen Abend und ich möchte mich recht herzlich bei der Pharmaindustrie bedanken, die uns diese Veranstaltung ermöglichen. Im Hintergrund sehen Sie die Firmen, die uns unterstützen, die an uns glauben. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür. Noch dankbarer bin ich, Herr Dr. Ahrens, Ihnen und Ihnen, Herr Dr. Ikin-Konert, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese tollen Veranstaltungen und allen Betroffenen diese Information ermöglichen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Prima, sehr gerne. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut auf unsere Seite. Es gibt noch 2 Veranstaltungen in diesem Jahr und guckt einfach rein.